Auf dem Glatteis verliert selbst Rurik Gislason, 33, seine Grazie. Dass er sich durchaus elegant zu bewegen weiß, hat der Ex-Kicker in der vergangenen Let's Dance-Staffel unter Beweis gestellt. Mit seiner Tanztrainerin Renata Lucin, 34, tanzte sich der einstige Profifußballer bis zum Sieg. In seiner isländischen Heimat wurde der Blondschopf nun allerdings kurzzeitig von seinen Tanzkünsten verlassen. Bei einer kurzen Showeinlage auf einer Eisfläche landete Rurik auf allen Vieren Ausrufezeichen. In seiner Instagram-Story teilte der 33-Jährige den witzigen Clip. Eigentlich hatte Rurik ein paar seiner Tanzmoves zum Besten geben wollen und spazierte gewohnt cool im Moonwalk über eine weite Eisfläche. Das Finale hatte sich der Dancing Star 2021 aber wohl anders vorgestellt. Auf einer Stelle kommt er ins Rutschen, läuft auf der Stelle und stürzt schließlich zu Boden. Diesen kleinen Fehltritt nimmt der Hottie aber mit Humor. "Verliere nie deine Coolness", schrieb er zu dem Video. Auf dem gewöhnlichen Tanzparkett fühlt sich Rurik aber nach wie vor sicher. Selbst im November, kurz vor der großen Let's Dance Live Tour, hatte sich der Sportler zuversichtlich gezeigt. "Das Tanzen war irgendwie noch in meinem Körper. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll", hatte er gegenüber Promi Flash beteuert.